ausverkauften HSH Nordbank Arena der FC Bayern zu Gast beim Spitzenreiter vor 57.000 begeisterten Zuschauern. Drei ehemalige Münchner in der Startelf des HSV, Jarolim, Prochowski und Seroberto. Drei Ex-Hamburger im Bayern-Dress, Van Beuten, Butt und Olic. Dazu weitere Offensivpower mit Ribéry, Robben und Müller. Das bedeutete, dass Mario Gomez und Miro Klose, wie schon in der Champions League, erstmal auf der Bank Platz nehmen mussten. Seroberto, gerade noch rechtzeitig fit geworden, ging nochmal in sich wegen ihm. Und weil der HSV mit Mladen Petric nur eine Spitze nominiert hatte, stellte Louis van Gaal sein System um eine Dreierabwehr mit Van Beuten. Im Zentrum Badstuber links und Breno rechts. Die erste Chance aber, die hatte der HSV hier durch Mladen Petric. Zwei Minuten waren da gespielt. Der Ball weit vorbei, aber immerhin ein erster Warnschuss. Dann die 11. Spielminute. Olic, Kopfballsieger. Rosenal dazwischen, aber von hinten kommt Arjen Robben und jetzt ging's blitzschnell. Franck Ribéry verzögert geschickt, bis Arjen Robben den Turbo zündet. Riesenchance für die Bayern, ein klasse Spielzug, so ähnlich haben die beiden ja schon gegen den VfL Wolfsburg gewirbelt in der zweiten Halbzeit beim 3:0 Erfolg der Bayern vor drei Wochen. Tolle Kombination. Jetzt knisterte es im Stadion. Aus einer sehr guten Partie wurde ein Spitzenspiel. Elie auf Boateng. Und in der Mitte Mladen Petric vor Breno. Kommt er da zum Kopfball. Die beste Gelegenheit des HSV in dieser Partie. 26 Minuten waren da gespielt. Knappe halbe Stunde rum. Rosenau. Mit dem Risikopass auf Jarolim. Van Beuten hat er aufgepasst. Wieder eine bärenstarke Partie des Belgiers und ein toller Pass auf Olic. Frank Rost aber hatte den Braten gerochen. Daniel Van Beuten. Seit Wochen in bestechender Form und dass er Fußball spielen kann, ja, das beweist er hier aufs Eindrucksvollste. Wie gesagt, es war jetzt richtig Feuer drin. Atemberaubendes Tempo, hüben wie drüben. Hochgeschwindigkeitsfußball vom Allerfeinsten. Petric. Elia. Diesmal Sieger gegen Philipp Lahm. Und Boateng. Klasse Parade von Hans-Jörg Butt. Sensationell, wie der Ex-HSV-Keeper dieses Ding hier rausgefischt hat. Die anschließende Ecke, kurz ausgeführt, Prochowski auf Seroberto. In der Mitte, Elia kommt nicht an den Ball, aber Matthijssen prüft erneut. Hans-Jörg Butt. Schauen Sie mal, wie der Elia in der Mitte da nochmal hochhüpft und Platz macht. Tja, und hier nochmal die überragende erste Parade von Hans-Jörg Butt. Kurz vor der Halbzeitpause war dann allerdings Schluss mit filigran. Selbst Supertechniker wie Ribéry hier gegen Rosenthal und anschließend Seroberto gegen Thomas Müller gingen härter zur Sache. Dafür gab's jeweils gelb die ersten in einer bis dahin sehr fairen Partie. Zeit für die Akteure auf dem Rasen, ihr Mütchen zu kühlen. Auf der Tribüne ging's in der Pause schon heißer her. Der ehemalige HSV-Sportdirektor Didi Beiersdorfer entflammt. Hamburgs Fußballdenkmal Uwe Seeler ebenfalls und zwar für Bayerns Co-Trainer Hermann Gerland. Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte Bruno Labbadia mit Markus Berg einen weiteren Stürmer. Er kam für den Verletzten Guy Demel. Die erste Chance hatten wieder die Hamburger. 48. Minute, dieser Kopfball von Joris Matthijssen. 52. Minute, der HSV kam besser rein in diese zweite Hälfte. Und dann das Foul an Seroberto von Thomas Müller. Aber vorher, da hatten die Bayern Handspiel reklamiert und zwar von Jarolim. Und damit lagen sie richtig. Schon hier hätte Schiedsrichter Michael Weiner in seiner 150. Bundesliga-Partie übrigens abpfeifen müssen. So aber gab's Freistoß für den HSV. Mladen Petric. Das war ein gefährlicher Flatterball für Bayerns Keeper Hans-Jörg Butt. Und er hatte damit so seine Probleme. Nochmal aufgepasst. Früh senkt er sich der Ball. Und spät zu sehen für Hans-Jörg Butt. Dann die 57. Minute. Fehler hier von Breno, Mladen Petric. Philipp Lahm und Hans-Jörg Butt hatte aufgepasst.
Aus diesem Befreiungsschlag entwickelt sich ein gefährlicher Angriff für die Bayern. Thomas Müller. Hinaus auf Ribéry. Frank Ribéry. Schweinsteiger und Olic. Frank Rost mit dem Reflex im letzten Moment dazwischen. Ivica Olic, der konnte diesen Ball eigentlich nicht mehr kontrollieren. Was ein Abpraller. Und Frank Rost wieder glänzt. Dann kam Mario Gomez in die Partie. Ivica Olic verließ den Platz. Ivica Olic, der im Gegensatz zu Daniel van Beuten hier immer noch ganz hohes Ansehen genießt bei den Hamburger Fans. Mario Gomez gleich im Zentrum des Geschehens, kurz nach seiner Einwechslung, dieser Freistoß. Arjen Robben, aber der Ball landet nicht bei Gomez, sondern bei van Beuten. Im letzten Moment laden Petric dazwischen. Petric klärt zur Ecke, zu einem Eckball, der allerdings nichts einbrachte. Eckstoß dagegen auf der anderen Seite. Boateng. Trochowski gewinnt das Laufduell gegen Franck Ribéry. Jarolim. Denis Aogo. Und der große Auftritt von Zé Roberto gegen Gomez. Der geht da nicht richtig hin. Und in der Mitte, da steht goldrichtig Mladen Petric. Also, da sah die Bayern-Defensive richtig, richtig schlecht aus. Und vor allem der eben erst eingewechselte Mario Gomez. Nun will aber dir ganz ruhig, die HSV-Fans dagegen komplett außer Rand und Band. Aber sehen Sie mal, wie lässig Mario Gomez da an Zé Roberto rangeht. Da muss er entschlossener sein, auch wenn er ein Stürmer ist. Philipp Lahm sieht ebenfalls nicht gut aus. In seinem Rücken entwischt der Torschütze. Mladen Petric mit seinem dritten Saisontreffer bringt er den HSV hier in Führung. Und mittlerweile war das verdient von den Bayern, kam in der zweiten Halbzeit einfach zu wenig. Zé Roberto, der drehte jetzt mehr und mehr auf. Vernascht sie alle, von hinten kommt Schweinsteiger rangerauscht. Natürlich ein glasklares Foul und Freistoß für die Bayern. Zudem gelb für Bastian Schweinsteiger. Zé Roberto wie ein junges Reh. Dass der schon 35 ist, das konnte man in dem Spiel tatsächlich nicht bemerken.